Das Verhalten von Hunden ist außerordentlich flexibel. Deshalb können wir sie zu Hause halten und am Wochenende mit ihnen in Cafés gehen. Dennoch gibt es einige Dinge, für die die Evolution Hunde nicht gerüstet hat. Und Welpen müssen lernen, mit den Herausforderungen unserer Welt umzugehen. Dies sind einige der Dinge, die wir tun, die sie aber nicht verstehen können. Nummer 1. Wir lassen sie alleine. Als geborene Gesellschaftstiere finden Hunde leicht Freunde. Welpen sind sehr daran interessiert, Zeit mit anderen Hunden, Menschen und anderen Lebewesen zu verbringen, die bereit sind, mit ihnen sozial zu interagieren. Normalerweise spielen sie, ruhen sich aus, erkunden und reisen in Gesellschaft. Trotzdem lassen wir Hunde oft allein zu Hause, im Zwinger oder in der Tierklinik. In diesen Situationen können naive Hunde nicht sicher sein, dass wir jemals zurückkommen, um sie abzuholen. Erst nach einiger Erfahrung werden sie wahrscheinlich ein Wiedersehen erwarten und selbst dann hängt ihre Erfahrung vom jeweiligen Kontext ab. Nummer 2. Wir sind visuell gesteuert. Hunde leben in einer Geruchswelt, während unsere Welt hauptsächlich visuell ist. Während Fernsehgeräte für Menschen ein visuelles Festmahl sind, sind Parks und Strände für Hunde ein grandioses Festmahl. Eine weitere Herausforderung ist, dass Hunde sich bewegen, wenn sie die Welt erkunden, während wir oft stillsitzen. Die Trägheit, die wir vor einem lauten, blinkenden Lichtkasten genießen, gefällt ihnen vielleicht nicht. Nummer 3. Wir verändern unsere Form und unseren Geruch. Schuhe, Mäntel, Brieftaschen, Aktenkoffer, Taschen und Koffer. Unzählige Gerüche haften an diesen Gegenständen, nachdem wir sie in Geschäfte und an den Arbeitsplatz mitgenommen haben. Und dann wieder an unseren Hunden. Reinigungsmittel, Seifen, Deodorants und Shampoos verändern ebenfalls die Gerüche, an die unsere Hunde gewöhnt sind. Handtücher, Mützen und Taschen verändern unsere Form, wenn wir sie benutzen. Und wenn wir sie anziehen, verändern Pullover und Mäntel unsere optischen Umrisse und können Hunde überrumpeln. Hunde wechseln ihr Fell mindestens einmal im Jahr. Im Gegensatz dazu wechseln wir unsere Außenverkleidung jeden Tag. Das bedeutet, dass sich die Gerüche, die wir in uns tragen, viel öfter ändern, als Hunde es erwarten. Nummer 4. Wir umarmen gerne. Die Art und Weise, wie Menschen ihre Vorderbeine einsetzen, unterscheidet sich deutlich von der Art und Weise, wie Hunde dies tun. Wir können sie benutzen, um große Gegenstände zu tragen, die ein Hund schleppen müsste. Aber auch, um uns gegenseitig zu umarmen und Zuneigung auszudrücken. Hunde umklammern sich beim Spielen, bei der Paarung und beim Kämpfen locker. Wenn sie von einem anderen Hund festgehalten werden, ist eine schnelle Flucht nicht möglich. Woher sollen Welpen wissen, was eine Umarmung von einem Menschen bedeutet, wenn dieses Verhalten von einem Hund bedrohlich sein könnte? Nummer 5. Wir mögen es nicht, gebissen zu werden. Spielkämpfe machen vielen Welpen Spaß und helfen ihnen, sich mit anderen Hunden zu verbinden. Aber sie müssen das Verhalten anderer Hunde bei Spielkämpfen beobachten und wissen, wann sie ihre winzigen, rasiermesserscharfen Zähne übermäßig eingesetzt haben. Menschen sind viel anfälliger für Schmerzen durch verspielte Welpenbisse als andere Hunde. Und deshalb können wir negativ auf ihre Versuche reagieren, mit uns zu spielen. Hunde interagieren mit Gegenständen fast ausschließlich mit ihrer Schnauze. Und um zu fressen, benutzen sie ihre Kiefer, Zähne und Zunge. Auch Hunde schnauzen andere Hunde beim Spielen an, um ihre Zuneigung auszudrücken und alles Mögliche zu kommunizieren. Von mehr über bitte nicht bis hin zu geh weg. Deshalb versuchen sie natürlich auch, mit uns zu kommunizieren und sind verwundert, wie oft wir dies nicht mögen. Und Nummer 6. Wir teilen Territorien. Wir besuchen die Reviere anderer Hunde, bringen ihre Gerüche mit und erlauben unbekannten menschlichen und hündischen Besuchern, das Haus unserer Hunde zu betreten. Hunde haben sich nicht so entwickelt, dass sie solche Eindringlinge und Bedrohungen für ihre Sicherheit und Ressourcen akzeptieren. Wir sollten uns nicht wundern, wenn unsere Hunde Besuchern gegenüber misstrauisch sind oder wenn unsere Hunde feindselig behandelt werden, wenn wir sie in das Zuhause anderer mitbringen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.